Hey, geil, dass du wieder da bist. Heute verrate ich dir das größte Problem von 90% der Männer und wie du es überwinden kannst. Und dazu erstmal die Frage, was glaubst du ist die größte Zielgruppe, die oft in meine Coachings kommt? Und was glaubst du sind Leute, die gar nicht in meine Coachings kommen? Mach mal kurz das Video auf Pause und überleg mal kurz, find mal eine eigene Antwort und dann kehr zu dem Video zurück. Also, du hast kurz Pause gemacht, hast gestoppt, jetzt bist du wieder hier und ich verrate dir, wer die größte Gruppe ist und wer Leute sind, die ich eigentlich gar nicht habe, und dann verrate ich dir auch, was das alles mit dem heutigen Thema zu tun hat. Also, die meisten Leute, die ich in meinen Coachings habe, sind Menschen, Männer aus dem zum Beispiel IT-Bereich oder aus dem Mathematikbereich oder aus einem Bürojobbereich. Also alles, was viel mit Kopfarbeit zu tun hat, da habe ich immer sehr, sehr viele Männer. Zum Beispiel Männer, die ich noch nie bei mir hatte, sind Sportler, Schauspieler, Musiker oder Tänzer. Von dieser Gruppe hatte ich noch nie jemanden bei mir. Und ich hatte auch noch nie Leute bei mir, die vielleicht, in einem Mathematik- oder in einem IT-Beruf gearbeitet haben und nebenbei getanzt haben oder so als Hobby oder gesungen haben als Hobby oder sowas in der Art. Das sind Leute, die hatte ich noch nie. Bis auf ein einziges Mal, jetzt wo ich drüber nachdenke, aber der war auch schon auf einem guten Level, aber solche Leute habe ich eigentlich nie in meinem Coaching. Und es gibt einen Grund dafür, warum ITler in mein Coaching kommen, aber nicht Leute, die zum Beispiel ein Instrument spielen oder die singen, tanzen, irgendwas in diese Richtung machen. Diese Leute kommen nicht in mein Coaching, dafür gibt es einen sehr, sehr einfachen Grund. Und der Grund ist, dass ITler oder diese ganzen Zahlenmenschen, die leben an einem Ort, an dem diese anderen Menschen nicht leben, nämlich hauptsächlich in ihrem Kopf. Das bringt ihr Beruf schon mit. IT, Zahlen, das ist alles sehr kopflastig. Das heißt, die sitzen im Büro, die arbeiten mit ihrem Kopf und die sind es gewohnt, in dem ganzen Leben mit ihrem Kopf zu arbeiten, nur ihren Verstand zu benutzen, nur nachzudenken. Ja? Und viele Leute, und ich wette, fast alle von euch können sich damit identifizieren, würden jetzt da sitzen, während du mir zuschaust und du denkst dir, ja, ich bin auch verkopft. Ich bin in vielen Situationen viel zu verkopft. Ich bin ein Kopfmensch. Ich bin ein Gedankenmensch. Meine Gedanken halten mich auf bei Erfolg mit Frauen. Mein Verstand hält mich auf bei meinem Erfolg mit Frauen. Wenn ich Frauen ansprechen will, auf Dates, ich mache mir Sorgen, ich denke über Sachen nach. Dann bist du ein Kopfmensch, dann bist du ein Verstandsmensch und das sind die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, weil das sind die Leute, die tatsächlich Unterstützung brauchen. Warum kommen keine Tänzer zu mir? Warum kommen keine Musiker zu mir? Warum kommen keine Schauspieler zu mir? Ganz einfacher Grund. Diese Leute arbeiten mit einer Sache, mit dem zum Beispiel diese anderen Menschen überhaupt nicht arbeiten, nämlich mit ihrem Körper. Die arbeiten mit ihrem Körper. Der Sänger mit seiner Stimme, das ist super, super körperlich. Ich singe selber, das ist eine super körperliche Sache, singen. Tänzer ist offensichtlich körperlich. Ein Sportler ist offensichtlich körperlich und ein Schauspieler. Schauspieler haben in ihrer Ausbildung unglaublich viel Körperarbeit. Die arbeiten mit Mimik, mit Gestik, die arbeiten mit jeder Muskulatur in ihrem Körper, mit Gefühl in ihrem Körper. Diese Leute kommen nicht zu mir in die Coachings, denn die haben das Wichtigste, was du haben kannst, was den Erfolg mit Frauen angeht, haben die bereits. Die sind in ihrem gesamten Körper zu Hause. Du als Kopfmensch bist hier oben zu Hause, in deinem Kopf. Und dein Kopf, der macht dir immer nur Probleme, wenn es an deinen Erfolg mit Frauen geht. Denn Erfolg mit Frauen, das ist nichts Logisches. Das ist nichts, was du mit deinem Verstand angehen kannst. Und wir Männer sind es gewohnt, Dinge mit unserem Verstand anzugehen. Ja, wir gehen Mathematikaufgaben mit unserem Verstand an. Wir gehen die Steuererklärung mit unserem Verstand an. Wir gehen alles mit unserem Verstand an. Aber das hier ist etwas, was du nicht mit deinem Verstand oder sagen wir mal nur begrenzt mit deinem Verstand angehen kannst. Das hier musst du mit deinem Körper, mit der ganzen Intelligenz deines Körpers angehen. Und ich weiß, es klingt komisch, die ganze Intelligenz deines Körpers. Aber wenn du selbst schon mal beispielsweise meditiert hast und in einem Zustand warst, in dem du einfach sehr wach warst und sehr wenig gedacht hast, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine mit die ganze Intelligenz deines Körpers. In dem Moment warst du einfach wach, in dem Moment warst du bereit und in dem Moment hast du alles ziemlich genau wahrgenommen und Gespräche mit Personen waren nicht mehr so das große Problem. Leute, die in ihrem Körper zu Hause sind, sind meist auch authentischer als Männer, die in dem Kopf zu Hause sind, weil der Kopf zerstört Authentizität. Ja, der sagt dir dann, solltest du das so sagen? Kann man das so sagen? Sollte ich nicht lieber was anderes sagen? Wie wirke ich, damit ich cool auf sie wirke? Wie kann ich sie beeindrucken? Das sind Sachen, die passieren in ihrem Kopf und die rauben dir sämtliche Authentizität. Und um das alles mal ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich mag es nicht mit diesen Larifari-Worten rumzuschmeißen, Authentizität, volle Kraft des Körpers. Du kannst dir jetzt einfach so vorstellen, du fährst ein Rennauto und die Leute, die mit dem Kopf arbeiten, die fahren das Rennauto mit angezogener Handbremse. Ja, und die Leute, die in ihrem Körper zu Hause sind, ja, die auch Körperarbeit machen und die nicht nur in ihrem Kopf zu Hause sind, die fahren das Auto
ohne angezogene Handbremse. Und ich muss dir nicht erklären, dass jemand, der mit angezogener Handbremse fährt, nicht gegen jemanden gewinnen kann, der mit einer nicht angezogenen Handbremse fährt. Die fahren beide das gleiche Auto, aber der eine fährt mit Handbremse, der andere ohne Handbremse, ohne die angezogen zu haben die ganze Zeit. Natürlich gewinnt der eine nicht. Ja, du kannst es dir auch so vorstellen, stell dir einen großen Kreis vor und dieser Kreis ist dein komplettes Potenzial. Und du nutzt nur die Hälfte. Ja, es gibt ja auf der einen Seite das Kopf und Verstand, auf der anderen Seite ist Körper. Und in dem Moment, wo du nur mit Kopf arbeitest, nutzt du nur die Hälfte deines gesamten Potenzials. Und natürlich wirkst du dann nicht so krass in Gesprächen. Na, warum wirken denn Schauspieler so krass in Filmen? Warum sind Schauspieler denn so extrem? Warum geben wir denn so mit bei deren Emotionen, wenn sie die zeigen? Oder bei Sängern? Oder bei Tänzern? Das liegt daran, dass die ihr volles Potenzial als Person nutzen und nicht nur den Verstandesteil. Es reicht nicht, diesen Verstandesteil zu nutzen, gerade nicht, wenn du erfolgreich bei Frauen werden willst. Denn was ist auch die eine große Sache, die alle Männer wollen von Frauen, ja? Richtig, Sex. So, Sex ist die eine große Sache, die Männer von Frauen wollen. Und was ist Sex? Körperlich. Körperlich. Das ist einfach nur körperlich. Sex hat mit dem Verstand überhaupt nichts zu tun. Beim Sex schaltest du den Verstand komplett ab und lässt komplett fallen. Das ist Sex. Körperlich. Also der Höhepunkt, den du mit Frauen erleben kannst, ist etwas Körperliches. Die ganze Reise dahin ist körperlich. Klar, bevor man dann zum Sex kommt, zum Höhepunkt, zu dem wir alle kommen wollen, passiert natürlich auch viel auf der Verstandesebene. Wir unterhalten uns, wir tauschen uns aus, Informationen, wir sprechen. Aber irgendwann kommt es dann spätestens irgendwann einmal zum Sexpunkt und da ist es dann wirklich nur noch rein körperlich. Und wenn du nicht in deinem Körper zu Hause bist, sondern wenn du nur hier oben zu Hause bist, dann ist es kein Wunder, dass du keinen Erfolg mit Frauen hast. Die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, mit denen werde ich Körperarbeit allgemein machen, weil es dazugehört. Aber dir kann ich folgende Tipps geben, um in deinen Körper zu kommen. Meditation. Ich habe es immer wieder gesagt und es ist so wichtig. Meditiere. Es gibt einen Grund, warum das jeder Arsch mittlerweile macht, weil das so effektiv ist. Wie meditiert man? Gute Frage. Setz dich hin. Jeden Morgen mal mindestens 10 Minuten. 10 Minuten hat jeder, das kann mir niemand erzählen. Setz dich hin. 10 Minuten auf einen Stuhl. Setz dich gerade auf den Stuhl. Lehn dich mit deinem Rücken nicht an. Nimm eine gerade Position ein. Nimm eine Position ein, für die du in der 10 Minuten verweilen kannst und dann bewegst du dich nicht mehr. Und dann konzentrierst du dich zu Anfang mal für, sagen wir mal, die erste Woche nur auf deine Atmung, nur auf Atemmeditation und konzentrierst dich nur darauf, nur aufs Ein- und Ausatmen, mal für die erste Woche. Und dann kannst du in der zweiten Woche mal zu einer anderen Technik übergehen. Da kann ich dir nur empfehlen, dass du mal zu dem 3 Monate, also Quatsch, zu dem 10-Tage-Retreat gehst, auf dem ich auch war, wo man Vipassana-Meditation lernt. Aber Vipassana-Meditation mal ganz kurz erklärt, das ist so eine Art Body-Scan-Meditation. Also du nimmst deine Aufmerksamkeit und deswegen solltest du es erst mit Atem probieren, damit du überhaupt mal verstehst, was deine Aufmerksamkeit ist. Du nimmst deine Aufmerksamkeit und scannst sozusagen deinen ganzen Körper. Von deinen Füßen hoch über deine Arme, über deinen vorderen Körperbereich, den Rücken, den hinteren Körperbereich und dann hoch dein Gesicht bis zur Spitze deiner Haare. Ja, du scannst diesen Bereich nacheinander ab und nimmst einfach nur wahr, was du da für Sachen empfindest. Also vielleicht hier so ein leichtes Zucken, hier juckt es so ein bisschen, da ist es ein bisschen wärmer, da vielleicht ein bisschen kälter, hier ist so ein leichtes Ziehen, hier oben kribbelt es vielleicht ein bisschen, hier spürst du wieder so ein leichtes Jucken. Es geht darum, einfach nur diese Sachen wahrzunehmen und sie nicht zu bewerten. Also nicht zu sagen, oh, ich will das Jucken, aber das Ziehen will ich nicht. Ich will die warme Empfindung, aber die kalte Empfindung will ich nicht. Sondern es geht einfach nur darum, das Ganze passiv zu beobachten. Und wenn du merkst, du kommst wieder hier oben in deinen Verstand und fängst wieder an, Dinge zu bewerten, ja, weil Dinge bewerten ist eine Verstandessache, eine Kopfsache, dann in dem Moment, wo dir das auffällt, lenk die Aufmerksamkeit wieder zurück in den Körper und schau wieder auf deinen Körper, scanne wieder deinen Körper. Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Sobald du über Sachen nachdenkst, sobald du Sachen bewertest, bist du im Kopf. Immer. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel deinen Körper wahrnimmst und nicht bewertest, bist du meistens im Körper, indem du zum Beispiel deinen Atem wahrnimmst. Der Atem ist einer der einfachsten Wege, um da reinzukommen. Ja, Meditation ist eine tolle Form von Körperarbeit. Da gibt es aber noch 1000 andere Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel kann man auch zum Yoga gehen. Das ist auch Körperarbeit. Ja, aber viele Männer sind da so, ach, was, zum Yoga gehen? Nee, das ist ja gar nichts für mich. Das ist ja was für Frauen. Das ist natürlich auch kompletter Bullshit. Aber wenn du in irgendeine sportliche Richtung gehen möchtest, geh zum Kraftsport. Ja, beim Kraftsport lernst du deinen Körper kennen. Du arbeitest mit deinem Körper, du arbeitest mit jedem Muskel deines Körpers. Da wirst du enorm viel über deinen Körper lernen, enorm viel über Körperarbeit lernen. Ja, mach irgendwas mit deinem Körper. Ich habe es gesagt, Sportler sind auch sehr selten bei mir. Ne? Ist einfach so. Kraftsport ist gut, Meditation würde ich auf jeden Fall dazu machen. Geh mal zum Yoga, probier es mal aus für dich. Wenn du ein super verkopfter Mensch bist, dann solltest du das machen. Und du musst verstehen, dass das wahrscheinlich die eine Sache ist, die du nicht machen möchtest, nämlich irgendwas mit deinem Körper. Was macht man? Männer machen sowas nicht.
Ja, aber das ist genau die Sache, die du machen musst. Du wirst dieses Problem, was auf Verstandesebene entstanden ist, nicht auf Verstandesebene lösen. Du wirst es nicht lösen, indem du noch mehr Bücher liest. Du hast bereits das ganze Wissen, was du brauchst. Mehr Wissen brauchst du nicht. Du brauchst Gefühle in deinem Körper. Du musst in deinem Körper wieder zu Hause sein. Und dann hast du Ausstrahlung, dann hast du Charisma, dann hast du Charme. All diese Dinge, die wir haben wollen, all diese Dinge, die wir immer bei Schauspielern zum Beispiel sehen, wo wir uns denken, Mann, hat der eine tolle Ausstrahlung. Wie hat er das nur geschafft? Der sagt bestimmt andere Sachen als ich. Ich muss nur meinen Satz ändern. Ich muss nur was anderes sagen. Nein, es geht nicht darum, was du sagst. Es geht darum, wie du wirkst. Und diese Leute wirken so, weil sie viel Körperarbeit machen. Das machen diese Leute sehr, sehr viel. Du wirst niemals so viel Körperarbeit machen wie ein Schauspieler, Sänger oder Tänzer. Aber mach diese Sachen irgendwie in deinem Leben. Geh in eine Schauspieler, wenn es dein Ding ist. Geh mal, versuch mal tanzen. Ja? Und dann krieg mal ein Körpergefühl. Ja, warum glaubst du, stehen Frauen auf Tänzer? Das ist ja nun kein Geheimnis. Warum glaubst du, stehen Frauen auf Musiker? Warum glaubst du, sind Schauspieler so beliebt, auch bei Frauen? Die sind so beliebt, weil die Frauen wissen, das sind Männer, die sind in ihrem Körper zu Hause. Und bei Männern, die in ihrem Körper zu Hause sind, wissen die auch, hey, das sind potenziell auch gute Liebhaber. Ja, wenn da so ein Typ krass am Tanzen ist, dann weiß die Frau natürlich, okay, der kann sich bewegen, der hat Körpergefühl. Wahrscheinlich wird er gut im Bett sein. Und diese Männer sind das meistens auch, weil sie wissen, wie sie von ihrem Kopf in ihren Körper kommen. Wenn dein Kopf dich aufhält beim Flirten und 90% der Männer hält der Kopf auf, dann lerne aus dem Kopf rauszukommen in deinem Körper. Wenn du jetzt damit anfangen willst, setzt du dich nach dem Video hin und meditierst für 10 Minuten, genauso wie ich dir das eben erklärt habe. Wenn du weitermachen willst, such solche Sachen wie Yoga, vielleicht eine Schauspielklasse, vielleicht irgendwas, wo du mal Gesang lernst, mit deiner Stimme zu arbeiten, einfach mal aus Spaß, einfach mal um deinen Körper zu kommen. Yoga, Kraftsport, all diese Sachen, Kampfsport. Ja? Kampfsport hat auch mal diesen noch männlichen Herausforderungs- und Kampfaspekt, das ist auch super. Ja, aber wenn du zum Beispiel gar keinen Sport machst, dann bist du eindeutig in der falschen Richtung unterwegs und viel zu viel in deinem Kopf. Das ist ja klar, wenn du dann auf der Arbeit bist und die ganze Zeit mit Zahlen arbeitest, dass du dann nicht auf die Straße gehst und voll locker bist und die Frau von dir überzeugen kannst auf Fingerschnips. Natürlich nicht. Du musst lernen, wie du in deinen Körper kommst. Das ist ganz, ganz wichtig, denn der Verstand hilft dir nicht beim Flirt. Das haben wir schon ganz offen besprochen. Geil, dass du dabei warst bei diesem Video. Schreib mir in die Kommentare, wie du es fandest, deine Meinung zu dem Thema, Fragen zum Thema Körperarbeit. Ansonsten gerne Videovorschläge auch in die Kommentare. Links von mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, in dem wir zusammen genau solche Dinge machen, wie zum Beispiel Körperarbeit, in dem wir zusammen dafür sorgen, dass du einfach bei Frauen besser ankommst, dass du eine Freundin findest, dass du mit vielen Frauen schläfst, was auch immer dein Ziel mit Frauen ist. Wir beide erreichen das zusammen. Kannst dich für ein Coaching bewerben, da auf dem Link. Und unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn du das Video gesehen hast und es dir gefallen hat, geil, dass du hier warst. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.